わり泣き旅の途中立ち止まりそうな時向かいため息こぼす僕らは掴みかけてはまた離れていたでも今はもう何も Ich will lernen, was es zu lernen gibt. Über Alchemie und den äquivalenten Tausch. Eines Tages da will ich Edward wiedersehen. Ich weiß nicht, was ich tun muss. Aber ich habe das Gefühl, dass wenn ich die Alchemie bis ins Detail studiere, ich meinen Bruder irgendwann wiedersehen könnte. Nehmt ihr mich auf? Bei diesen Augen werde ich schwach. Was machst du da, Edward? Sieh mal. Eine Abhandlung über Flüssigkeitsraketen von Goddard. Der Mann ist Amerikaner. Es gibt allerdings in Transsilvanien noch jemanden, der auf diesem Gebiet forscht. Der heißt nicht zufällig Dracula, oder? Nein, er heißt Obert. Er ist anscheinend noch Student. Ich reise zu ihm. Ach ja, und was dann? Er hat vor, mit einer Rakete ins Weltall zu fliegen. Wer weiß, vielleicht komme ich meiner Welt ja wieder näher, wenn ich ins All reise. Immerhin gibt es dort auch Äther. Hast du die Sachen von Einstein gelesen? Klingt nach völligem Unsinn. Wenn schon die Alchemie nicht funktioniert, dann vielleicht die Technik, was? Weißt du, ich hatte seine Seele und seinen Körper gerade aneinander gebunden und neu strukturiert. Und dann plötzlich wurde ich wach und war in dieser Welt hier gefangen. Ich wollte mein Leben opfern, um so Erfons wieder zurückzubringen. Und doch lebe ich noch. Jetzt frage ich mich, ob ich etwas gewonnen habe, ohne vorher etwas zu geben, oder ob Al immer noch dort ist, wo er vorher war. Nun, ihr habt euch auf eine Reise begeben. Und alles, was ihr dabei erlebt habt, die Entbehrungen, all die Menschen, die ihr getroffen habt, euer Schmerz und das Leid, ist das, wenn nicht ein Opfer, das ihr gebracht habt? Collide.